So, und herzlich willkommen zur nun 20. Folge Rise of the Tomb Raider. Und hier kann man ja wirklich nichts irgendwie als Special-Folge machen oder so. Man kann ja nichts zeigen oder so. Also hoffen wir einfach mal, dass das Gameplay heute mal irgendwas für uns bereithält, dass man sagen könnte, wir haben was Special-mäßiges hier. Also würde ich mal sagen, wir gehen mal weiter und gucken hier, was es hier so gibt für uns, dass wir ja nehmen können. Eine Karte ist schon mal interessant. Bringt uns jetzt aber noch nicht weiter. Die Karte bringt ja erst was bei Road to 100% und sowas wollte ich auf jeden Fall nicht als 20. Folge haben. Oh, erstmal ab in den See rein. Oder in den Fluss, was auch immer das hier sein soll. So, moin, wer Leben. bist denn du? Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Okay, anscheinend soll ich zurück zum Dorf gehen. Oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich soll. Ich folge einfach unter dem Marker. Oh. Und tschüss, ab runter mit dir. Warum das jetzt immer nie mitkriegen? Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen. Den hätte ich ausliefern können. Den Bonus. So, komm, wir machen mal neue Pfeile. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie an der Kathedrale fest. So, einen haben wir los. Da wird aber jemand Spaß haben. Aua. Das war's damit selbst. Los geht's. Ey, ich wollte gerade sagen, Alter. Ab ins Wasser rein. Kann man die wieder verlieren? Ich schätze mal nicht so, wie es aussieht. Also habe ich jetzt ein Problem. Hat er gerade das Wasser gebrannt? Ach nee, der Bogen ist sogar das Beste, was wir hier gerade haben. Okay, mal ganz kurz in Panik ein paar Mal daneben geschossen, alles ist wieder gut. So, was auch immer das jetzt gerade war. Wieso der auch einen Headshot ausgehalten hat hier hinten, weiß auch keiner, obwohl wahrscheinlich hatte der Wichser wieder einen Helm an. Jetzt mal ganz ehrlich, aber es geht doch schon wieder gut los. Aber direkt zum Start, ja, eine schöne Szene gehabt. So, was soll man hier jetzt machen? Weitergehen aber nur. Wir haben hier hinten noch einen Baum. Interessante Sachen, die wir hier haben. Ein bisschen Muni nehme ich gerne momentan alles mit. Ach komm, das nehmen wir auch noch mal kurz mit. Ich kriege alles mit, was ich... Ihr wisst es, pausieren, wenn ihr es sehen wollt. Ansonsten, wir machen jetzt weiter. Damit bin ich immer noch voll. Muni haben wir noch mal. Kann man im Moment nicht genug haben. Okay. Nur wo sollen wir jetzt weitergehen? Hier soll man angeblich weiterkommen. Ach so, okay. Hier oben dieses Loch durch. So. Ihre Rollermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager getroffen. Aua. Wir kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Okay, dann geht's mal weiter. Der Heli, was macht der hier? Nichts, okay. Da vorne, der wird gecovert. Von wo? Von wo wird der Dude gecovert? Den da hinten will ich gerade nicht abschießen. Wer ist da? Okay, das wird jetzt kritisch. Hier kommt gleich einer raus irgendwo. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Okay, den Typen haben wir weg.
So. Achso, okay, das war der. Haben wir jetzt hier irgendwo noch Leute? Die beiden da vorne haben wir. Haben wir sonst noch irgendwo welche? Nee, sieht nicht so aus. Aber wir gehen erstmal auf Nummer sicher, looten hier ein bisschen. Ist immer ganz wichtig, dass du erstmal lootest, was du haben kannst. Oh, okay, sind doch noch welche da. Oh shit. Okay, die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Fuck, das hätte ein Heller sein müssen. Lass mich hier rüber. Yo! Wo kommen die jetzt auf einmal wieder her? Okay, ich geh mal sterben. Alter, wo kommen auf einmal so viele Leute her? Ja, danke, dass sie... Wieso holt sie eine Waffe raus, die sie auch instant nachladen muss? Warum? Warum sind die alle nicht nachgeladen? Aber ist mir jetzt auch scheißegal. Machen wir es nochmal Stealth. Bitte jetzt dieses Mal. Okay, wir haben 24 Schuss da. Okay, reloaden wir erstmal die. Wir wissen jetzt, dass die reloaded werden muss. Bevor wir reloaden, am besten erstmal alle, die wir können. Kann die Schrotze noch reloaded werden? Nee. Hey, wo ist denn der Typ da von da vorne gerade hin? Jo, hier fehlen eindeutig Leute. Interessant. Ist hier auf einmal keiner mehr. Scheint so. Auf einmal ist hier nirgendwo wer, okay. Dann scheint hier unten jetzt geklärt zu sein. Okay, das ist interessant natürlich. Okay, wir haben noch einen Giftpfeil übrig. Damit kommen wir an den ran. Okay. Damit hätten wir die dann weg, würde ich sagen. Die guten alten Giftpfeile, obwohl... Oh, der hat gar keinen Helm aufgehabt. Okay. War egal, er war auf jeden Fall gepanzert, also... Ich hatte keinen Bock, ein Risiko einzugehen. So wie man es kennt. Kipplaufflinte. Hört sich auch interessant an. Achso, ja gut, wir sind noch nicht mal richtig raus aus dem Gebiet hier, stimmt. Oh. Hier kann man eine fette Explosion machen. Okay, wir sollen nach da weitergehen. Ja, ich weiß, ich soll mittlere Maustaste gedrückt halten. Achso, ja, meine drei haben wir ja wieder voll. Einen Feuerfall können wir nochmal machen. Ja, okay, perfekt. Wir gehen wieder auf die Giftpfeile rüber. Und wir gehen mal eine Stufe weiter. Wenn sie uns lassen. So, komm. Cutscene, okay. Uiuiui. Ich sehe da doch schon was. Okay, ich muss da rein, also. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann hehe. Halte Position! Okay, die wissen nichts. Obwohl, doch, anscheinend wissen sie schon was. Scheiße.
Okay. Hallo, jetzt schießt ihn doch weg. Ups. Der lebt immer noch. Danke, okay, jetzt sind die da hinten weg. Okay. Ach, der lebt da immer noch. Okay, perfekt. Jetzt lebt er da nicht mehr. Ja gut, anscheinend wissen die ihn doch, wenn man was hochjagt, wo man ist. Hatte ich zwar anders in Erinnerung, aber jetzt wissen wir es. Ist schon mal gut. Looten bitte. Ich kann nicht mehr looten. Aber ganz ehrlich, ich mag diese Sprengfässer eigentlich immer, weil du bleibst safe normalerweise. So, okay. Wo ist denn der? Ach, irgendwo da oben drin. Müssen wir nur jetzt aufpassen. Ja, okay, nicht mehr du und ich. Oder? Ne, wir sind hier durch. Perfekt. So. Ach, oder wir hätten ja auch wieder so einen schönen Sprengpass gehabt. Oh, okay, ich könnte gleich, glaube ich, mit Verstärkung zu tun haben. Okay, hier haben wir eine Map von denen hier. Interessant. Ja, okay, damit können wir anscheinend nichts leise machen oder so. Wo soll ich hin? Da oben könnte ich hoch. Da soll ich hoch, okay. Interessant auf jeden Fall. Ah, aber es scheint hier wirklich noch weiter zu gehen irgendwie. Okay, irgendwas von Anna. Aber ihr wisst es, pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Ansonsten, ich mach weiter. Okay. Musstest du mir zwar nicht nochmal erklären, aber... Ja gut, ist egal. So. Haben wir jetzt hier irgendwas Interessantes? Wir haben hier wieder ein Buch. Der gefürchtete. Ihr wisst es ja, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich habe zu wenig Holz. Ich brauche Holz auf der Stelle. Man bringe mir Holz. Oh, fuck. Okay, perfekt. Das Gewehr ist immer noch unfair gegen die, ich weiß, aber... Ja gut. Dann haben wir mal wieder eine exotische Tierhaut. Oder zwei Stück, eher gesagt. Es bringt trotzdem nichts. Ich brauche meine... Ja, meine Holzteile. So, wo haben wir denn hier Holz? Hier wird doch irgendwo Holz zu finden sein. Hö? Okay, interessant. Wo finden wir jetzt Holz? Ich will dieses scheiß Lager da machen. Okay, hier vorne ist ein Kadaver. Aber hier gibt es kein Holz. Hier gibt es nirgendwo Holz. Ja, die Kiste da hinten habe ich gesehen. Die ignoriere ich jetzt aber erstmal gekonnt. Gibt es irgendwo in der Stadt hier? Oder was ist die Stadt in diesem Feld, wo wir eben waren, Holz? Ach Gott, Alter. Die ewige Suche nach dem Holz. Ne, hier gibt es auf jeden Fall kein Holz. Es
Ich bin fast an der Kathedrale. Weißt du irgendwas, das mir hilft, den Atlas zu finden? Nee. Nur die Geschichten unserer Ältesten. Wir betreten sie nicht mehr. Es heißt, es gab Archive tief unten, die man durch Tunnel aus der Haupthalle erreicht. Aber mehr weiß ich nicht. Dann sind die mein Ziel. Sei vorsichtig. Trinity ist schon drin. Und es kommen noch mehr von ihnen. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier normal weiter. Anscheinend kriegen wir kein Holz. Hoffen wir mal, dass wir hier auch hinkommen ohne... ups. Dass wir hier auch hinkommen noch ohne dieses Lager. Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Okay, moin. Fällt dir nicht auf, dass ich hier auch kletter? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Ja, schön. Und runter mit dir. Haben wir hier jetzt Holz drin? Ja, Holz. Perfekt, das sollte reichen. Wie komme ich hier jetzt am besten wieder runter? Keine Ahnung. Sterben. Okay. Dann komme ich so am besten wieder runter. So, wo sind wir hier? Genau, hier sind wir wieder. So. Und perfekt. Jetzt haben wir hier... Ja, was können wir machen? Hier war doch was, stimmt. Pistolen-Munitionsbeutel, Gewehrs-Munitionsbeutel, der ist wichtiger. So, perfekt. Können wir irgendwas bei den Waffen machen? Jupp, können wir. Bei allen. Dann gehen wir auf den Bogen. Immer auf den Bogen zuerst. Schussfrequenz, okay, perfekt. So. Einmal wieder hier hoch. Waren wir ja gerade eben, aber ein bisschen Zeit muss sein da. Oder auch nicht mehr hoch. Ich vergesse immer, dass man da ja schneller sein muss, halbwegs. Dann hier so, so, so. Einmal hoch. Hier rüber, da dran. Achtung, der Kontakt zu dem Team. Ach, der Typ da oben ist wieder respawned. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. So wird. Und tschüss. Muss ich irgendwas machen, du? Warum auch immer ich deswegen jetzt nicht mehr stealth war, aber egal. Wo soll ich hin? Ich schätze mal darüber mit meinen Haken, genau. So, was haben wir hier? Wir haben von der Ja, okay. Ihr wisst es ja immer noch. Hat sich nichts geändert, diese Folge. So, dann klettern wir hier weiter hoch. Was hat es mit dieser Musik auf sich? Achso, da oben hängt was. Okay, ich wollte gerade sagen, das kann schwierig werden, aber da oben kann man sich dranhängen. So, hier ein bisschen Action mit diesem Wurfhaken da. So, rüber hier. Es ist wirklich soweit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden. Ist der blind? Der Atlas ist eine Kamera. Er weiß alles. Da war ja was. Feuerpfeile machen ja überhaupt nichts. Hä? Ach, da oben. Okay. Ach, ich sollte hier unten ran? Ja gut. Und ich dachte, ich sollte direkt hier oben rein. Wohin? Hier rum, ach so. Holz, perfekt. Holz ist ja gerade Mangelware bei uns. Ein bisschen was zum Heilen ist auch schön. Und dann gehen wir mal hoch. So. Einmal nochmal hier gucken, was haben wir hier so. Auch nichts Wildes. Okay, das könnte ein langer Sprung werden. Aua, okay. Aber wir sind drüben. Einmal hier hoch. Ähm.
So. Dann hier rum. Ach komm, ein bisschen Parcours. Man kennt's halt. Überflutet? Ich sehe ja nichts überflutet, ist aber egal. Was mache ich denn hier so? Einmal hochklettern. Sie können weder zu tief noch zu schnell. Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsicht? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Okay. Interessanten Weg, den ich nehme, und interessant, dass ich hier nicht alleine bin. Wohin noch da? So, da hoch. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Interessant. Er muss da unten sein. Interessante Taktik. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Das ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Ja gut, das ist eine interessante Taktik, eine sehr interessante. Okay, also ein Schuss reicht auf die Generatoren nicht. Okay, interessant. Das muss mir doch gesagt werden. So. Perfekt. Wir sind unten. Zwar nicht auf dem bevorzugten Weg, aber wir sind... Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Ja, theoretisch kannst du da in dem Moment auch nichts gegen sagen. Tötet sie. Und bringt mir den gottverdammten Atlas. Ja. Aber ich würde mal sagen, hier unten warten wir jetzt erstmal und machen den Cliffhanger des Jahrtausends und gehen dann in der nächsten Folge weiter rein. Und bis dahin würde ich dann mal sagen, ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.